Spüre den Zauber. Mit diesem Slogan wirbt die Homepage eines sehr bekannten Erlebnisses. Wenn man im Erzgebirge lebt, kommt man eigentlich nicht drum herum, zumindest einmal vom Stoneman Miriquidi gehört zu haben. Das einzigartige Mountainbike-Erlebnis erstreckt sich über 2 Länder, 9 Gipfel, 4400 Höhenmeter und hat eine Länge von 162 Kilometern. Die höchsten Gipfel des Erzgebirges, packende Momente und traumhafte Ausblicke, das alles verspricht das Mountainbike-Erlebnis von Roland Stauder. Er sagte, der Stoneman ist ein Bike-Erlebnis, das mit einem Traum beginnt und in einer tiefgreifenden Erfahrung endet. Die Rede ist vom deutschen Stoneman, denn es gibt dieses Erlebnis auch in anderen Ländern. Sie nennen sich Stoneman Glaciara in der Schweiz, Stoneman Dolomiti in Italien und Stoneman Taurista in Österreich. Der Stoneman Miriquidi hier im Erzgebirge existiert seit Mai 2014. Bei einem Interview vor 4 Jahren verriet uns Roland Stauder, wieso im Erzgebirge so eine Strecke entstand. Die Nachfrage vom Stoneman Trail Dolomiti war sehr groß. Die Leute haben gefragt, ob ich nicht anderswo auch so einen Stoneman Trail machen möchte. Dann habe ich den Lutz Heinrich kennengelernt und der hat gemeint, ja, es wäre ja toll, hier was zu machen. Wobei dann schon Garmisch, das Chiemgau und Schwarzwald interessiert waren. Ich bin dann hierher gefahren, war recht begeistert von den tollen Mischwäldern, hat mich fasziniert. Ich wollte auch ein bisschen einen Kontrast zu den Dolomiten nehmen, zu den hohen und steilen Felswänden, und das hat dann super gepasst. Die Leute, natürlich ist mir auch ganz immer ein wichtiges Thema. Ich wurde sehr herzlich empfangen und ich glaube auch die Leute und die Mountainbiker werden sich hier sehr wohlfühlen. Die diesjährige Saison ist fast zu Ende, denn der Zeitraum begann am 28.04. und endet am 4.11.2018. Man hätte also durchaus noch ein paar wenige Tage Zeit, den Stoneman in diesem Jahr zu bestreiten. Für 2019 gibt es noch keine konkreten Zahlen, wann die Saison beginnt und endet. Diese werden aber immer rechtzeitig auf der Webseite und den Social-Media-Seiten mitgeteilt. Was ist der Stoneman und wie setzt er sich zusammen? Das lässt sich folgendermaßen beantworten. Der Stoneman ist eine Mountainbike-Strecke, die über Täler und Berge und Ländergrenzen hinwegführt. Die Erzgebirgsvariante speziell zwischen Deutschland und Tschechien. 9 Gipfel bedeutet. Die Route führt von Oberwiesenthal zum Bärenstein, über Pöhlberg, Scheibenberg, Rabenberg, Auersberg, Latenski-Wirch, Plejivets, Klinowets bis hin zum Fichtelberg. Macht zusammen 4400 Höhenmeter auf einer Strecke von 162 Kilometern. Ich bin vielleicht 50% nicht mal gefahren, konnte mich aber da schon recht überzeugen. Ich bin dann ein paar tolle Trails gefahren, Rabenberg natürlich auch. Wir dürfen hier ein paar Trails nutzen, finde ich auch ganz toll und denke dann, dass auch die ganze Strecke super passen wird. Die Teilnehmer können sich unterwegs auf viele Highlights freuen, von gigantischen Aussichten bis hin zu stillen Wassern. Und zwar sowohl auf der Tour zwischen den Gipfeln als auch auf den Gipfeln selbst. Die Talsperre Kranzal ist so einer der sehenswerten Punkte. Der Gipfelrundweg mit Aussichtsturm auf dem Bärenstein, Basaltsäulen am Pöhlberg und am Scheibenberg oder auch der Wurzelpfad zum Scheibenberg – alles sehr eindrucksvoll. Mit dem Starterpaket des Stoneman Miriquidi ist eine Durchfahrt durch das Trial Center Rabenberg, Deutschlands erstem Single Trial Park, gestattet. Der auf dem Weg liegende kleine Kranichsee ist eines der bedeutendsten Hochmoore im Erzgebirge. Mit der Wolfs- und Eispinge am Blatenski-Wirch und der Aussichtsplattform auf dem Plejivets erleben Teilnehmer einen weiteren Höhepunkt. Auf dem Rad ist die anspruchsvolle Auffahrt zum Klinowets wohl ein Highlight für die Mountainbiker. Und mit einer Ankunft auf dem Fichtelberg hat man den höchsten Berg Sachsens bezwungen. Aber auch viele weitere Attraktionen warten auf die Teilnehmer dieses Mountainbike-Erlebnisses. Unterschiedliche Varianten und Startpunkte machen den Stoneman Miriquidi für eine breitere Masse an potenziellen Teilnehmern attraktiv. Der offizielle Start allerdings ist in Oberwiesenthal. Die Route führt über Forstwege, abschnittsweise Single Trails und durch einige Ortschaften. Verfehlen kann man den richtigen Weg nicht. Die Strecke ist bestens beschildert. Und Mountainbiken verbindet. Gemeinsam etwas zu schaffen und doch für sich selbst eine Herausforderung zu meistern, ist wohl der Hauptgrund für so einen Trip, auch wenn man so etwas vorher noch nie gemacht hat.
Auf jedem Gipfel warten eine Stempelstelle und eine Infotafel mit Karte und Beschreibung des nächsten Abschnittes. Wie war das doch gleich mit Spüre den Zauber? Ein Erlebnis, das durchaus lohnenswert ist, auch wenn man danach eher seine Muskeln spürt. Ausführliche Informationen befinden sich auf der Internetseite www.stoneman-miriquidi.com.